Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Ja, hier, die sture Katze hat kommentiert: Kannst du mich grüßen und Tipps geben? Ja. Also erstmal, hi, sture Katze. Freue mich, dass du bei uns auf dem Kanal bist. So, Tipps geben. Ja, auf jeden Fall aktiv dabei sein. Also solltest nach Möglichkeit alle Events ausnutzen, die es da gibt. Also ob es jetzt hier die Herausforderungen sind, ne, dass man hier diese phänomenale Pakete bekommt. Wobei, ja gut, am Anfang bringt das noch relativ viel. Später bist du dann enttäuscht, wenn du nicht so viel rausbekommst. Hier die Abenteuer solltest du relativ schnell auf Onyx Level versuchen. Also erstmal musst du natürlich Karten farmen. Das heißt, du klickst da rein. Kann man jetzt hier schlecht sehen. Ich müsste mal auf ein späteres Kapitel gehen. Ja, mal hier auf Kapitel 26. Wenn du das einmal durchgespielt hast, dann kriegst du hier diese Sterne und dann kriegst du erstmal nur diese Lois-Karten. Dann bekommst du die Grünen, die Krötenlecken und dann kommen die Blauen, die Epics hier hinten. Das wäre jetzt zum Beispiel Brian. Da würde ich an deiner Stelle farmen, was das Zeug hält. Du wirst, ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Bedeutet, wir gehen mal hier an den Anfang irgendwo. Schauen mal, was es so bei den ersten Kapiteln aktuell gibt. Ja, das hier sind die Stewies. Ja, die kann man jetzt schlecht. Auf jeden Fall, wenn du Bob, also du musst reinschauen, was es gibt, ne? Also was auf jeden Fall Sinn macht, wenn du relativ am Anfang bist, empfehle ich jedem. Alles unter Secret Fight Club kannst du damit relativ sicher wegballern, ja. Das ist die Bob-Peggy-Gewehr. Kombo. Also sprich, du hast einen Bob oder hast mehrere Bobs quad-fused, dann hast du, also das heißt mehrfach kombiniert, dann hast du die Peggy mehrfach kombiniert und du hast Gewehre. Und hast vielleicht noch den vitruvianischen Menschen und noch eine Amy. Eigentlich so, wenn du die hast, also Amy, Bob und Peggy, ja, mit dem vitruvianischen Menschen und dem Gewehr, dann hast du eine Mega-Mörder-Kombo im Deck. Das heißt, du hast drei Karten, die richtig krasse Kombos raushauen können. Das ist einmal das 300-Dollar-Messer beim Bob mit dem Gewehr. Dann hast du die paddelnde Peggy mit der Peggy und dem Gewehr. Dann hast du anal entstellt bei Bob und vitruvianischen Menschen und hast den Denkeraffen bei vitruvianischen Menschen und der Amy. Ja, und das sind ziemlich krasse Kombos am Anfang. Da kannst du mal ganz locker, relativ sicher bis zu Arena 15 dich hocharbeiten. Früher gab es, also bevor diese ganzen Legis und Mythics draußen war, also auch als Legis schon draußen waren, ja, da gab es solche paddelnden Peggy-Decks. Da waren nur Peggys und Gewehre drin und die haben richtig reingehauen, die Dinger. Waren die dann oben, haben die, das war mega. Also am Anfang sind das so die stärksten Kombos. Dann natürlich die täglichen Aufgaben machen und selbstverständlich immer unsere Videos gucken und sich da Infos abgreifen, ne? Also ich denke mal, das sollte dir schon ganz gut weiterhelfen können. Das Ding hier kann ich dir nicht empfehlen, wobei es gibt auch Leute, die da Glück haben. Habe auch schon gehört, dass manche tatsächlich nur 25 Gems ausgegeben haben und haben dann tatsächlich auch die Mythic bekommen. Ich habe es mal probiert, habe relativ viele Gems da reingeballert und es kam nur Schrott bei raus. Deswegen, naja, was heißt relativ viele? Für meine Verhältnisse, für die Free-to-Play-Spiele viele Gems. Dann hast du natürlich auch noch eine Möglichkeit, an Gems ranzukommen, indem du hier im Shop. Ich glaube, das geht hier jetzt gerade gar nicht. Musst du mal schauen, bei dir auf dem Handy geht's aber. Da gibt es hier diese Free Gems, ja. Und da kannst du zum Beispiel Spiele installieren oder so.
Dann kriegst du relativ schnell viele, viele Gems zusammen. Mit denen kannst du dir dann wiederum Boxen kaufen. Was auch Sinn macht, ist hier Gegenstände, Wattkonverter, Gigawatt. Ist hier jetzt natürlich nicht mit drin, aber müsste auch auf deinem Handy möglich sein. Müsste es, oder vielleicht geht es bei mir nicht mehr, weil ich es ja schon habe. So, und zwar ist es einmal die Erweiterung der Abenteueranzeige. Bedeutet, hast du nur eine gewisse Anzahl an Angriffen hier oben. Ich habe jetzt 44 von 44 und da gibt es für 10 Euro eine Erweiterung der Abenteueranzeige. Und dann kannst du halt viel schneller da oben farmen und viel besser farmen. Ne? Das ist schon mal das eine. Das bringt echt mega viel. Und dann halt hier beim Forschen. Ich jetzt momentan nichts drin. Müsste ich auch. Wollte ich mir die ganze Zeit mal anschauen, was ich reinnehme. Beim Forschen ist natürlich auch sehr wichtig, dass du das regelmäßig machst, einmal am Tag da reinschauen, um die neuen Kombos rauszuholen. So, das wären jetzt die allgemeinen Tipps erstmal. Damit kannst du relativ schnell vorankommen. Hier oben ist auch noch ganz interessant für, wenn man auch noch relativ weit anfangen ist, hier oben die Werbung sich dreimal anzuschauen, um eben mehr rauszuholen aus den Belohnungen. Ja, immer hier unten reinschauen. Und da in dieser Kiste da unten und dann dort, habe schon bald die nächste Mythic zusammen und dann dort die Sachen abholen. Ich warte jetzt hier noch ein bisschen mit. Ja, das sind jetzt mal so die allgemeinen Tipps und natürlich am Ball bleiben, ne? Immer aktiv dran sein. So, da hatten wir schon reingeguckt. Jetzt gucken wir mal hier in den Shop rein. Also ich hoffe, ich konnte dir einigermaßen helfen dabei. So, jetzt haben wir hier Dr. Zoidberg. Ist Mythic. Zoidberg Pack, Kleptobänder, Baked Evil Monkey, Chinchilla Addict Wayne und Hank Hill sind ganz, ist auf jeden Fall echt nice. Ne? Also diese Box hier. Aber bringt meiner Meinung nach, macht das echt nur Sinn, wenn ihr schon bereits beim letzten Soul Club mitgemacht habt und habt schon irgendwas mit 150 gehabt oder so. Ich will auf jeden Fall jetzt mal Gems sparen. Fürs nächste Mal, wenn dann irgendwann wieder diese Mythic Zoidberg Box da ist. Ich will den haben. Ich will diesen Zoidberg haben. Der ist nämlich echt geil. Und anders, da kriegst du den nicht. Ja. War ja auch mal eine Frage gewesen. Irgendwo war mal die Frage, ich muss mal ganz kurz schauen hier, wo ist diese Frage? Wie kommt man an Mythics ran, glaube ich, war eine Frage gewesen. Jetzt müssen wir uns hier durchschauen, wo die ist. Bam, 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 bam. Ah ja, hier, von Legend 512 war diese Frage gewesen. Sollen wir mal hier ganz kurz reinschauen. Hallo. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Höhe ist. Genau, das ist das hier. Das ist dieser Kommentar von Legend. Legend. Alter, Vater. Jetzt noch nicht hier. So, Legend 512. Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit, sagenhafte Karten zu bekommen, ohne so viele Gems auszugeben? Also erstmal Hi Legend 512. Ja, nämlich die andere Möglichkeit ist die, dass du sie dir hier oben bei den Herausforderungen erarbeitest. Wenn wir hier reingehen, super phänomenale Paket. Ja, dann schauen wir mal da rein. Hier potenzielle Karten. Und da siehst du, das sind die fünf Mythics, die du hier rausbekommen kannst. Ich habe meine Mythics. Moment, ich muss ganz Nase putzen. Ich bin leicht erkältet scheinbar. Sorry, tut mir leid. Ich mache ganz kurz den Ton leiser. Wenn ich irgendwie das Ding mal.
Da bin ich wieder. Also diese fünf Mythics, ich habe mit dem Account hier habe ich die Louise zum Beispiel so bekommen. Mit dem ersten Account die Lila. Ich habe die Art und Weise bekommen. Kommt sehr selten vor, also es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich irgendwann mal die Lila oder die Louise hatte, aber irgendwann kommt sie. Das heißt, also ihr müsst da wirklich dranbleiben, ja, und immer wieder aufmachen und immer wieder aufmachen. Ihr kriegt unendlich viel Schrott und ihr ärgert euch und dann irgendwann ist die Mythic da. Ja, das sind die fünf Mythics, die ihr farmen könnt, indem ihr diese Challenges macht. Ja. So, das ist dann aber auch die einzige Möglichkeit, frei an die heranzukommen. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Das ist das Einzige hier. So. Gut. Ups. Mache ich denn gerade? So, ja. Machen wir jetzt mal Folgendes. Wir schauen jetzt mal hier weiter in den Shop rein. Jetzt ist in der Zwischenzeit die neue, die Hypno-Toad-Box habe ich ja gestern schon vorgestellt. So, hier mit Shoplift Addict, Hypno-Toad, Chinchilla Addict Wayne, Baked Evil Monkey, Lois Griffin und Steve Smith. Dann schauen wir mal hier hinten jetzt in die Meisterschaft rein. Irgendwie geht es mir gerade immer ein bisschen schlechter, müssen wir mal schauen. Deswegen versuche ich jetzt möglichst schnell fertig zu werden. Ja. Also. Combo Recipe Cards. Ja. Combo Nummer 1 ist hier das Bürgermaskottchen. Beziehungsweise Bürgermaskott. Und das ist diese Combo hier. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich toll. War jetzt auch schon ein paar Mal drin gewesen. Ist halt eine defensive Combo. Ja. Aber es ist mit dem Eugene Belcher kannst du so viele andere geile Kombos machen. Da brauchst du die hier nicht wirklich. Also, deswegen 500 Gems dafür auszugeben, ist einfach too much. So, dann haben wir hier den Armadillo Boomhauer. Gucken wir uns den mal an. Mit Boomhauer mit Kostümkarten. Rogers Kleiderschrank zum Beispiel. Und was kommt raus? Also ganz ehrlich, wenn ich mir den Armadillo Boomhauer anschaue, dann finde ich den normalen Mythic Boomhauer zum Beispiel schon stärker als das, was da rauskommt. Auch der normale Boomhauer. Also dieses Gürteltier ist irgendwie schlechter als die Ausgangskarte. So, da haben sie sich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also, das lohnt sich auch nicht, dafür gebe ich keine 500 Gems aus. So, dann sind wir hier schon beim Power Qua Roger. Roger liebe ich inzwischen. Die Leute, die schon lange mit dabei sind, die wissen, dass der Roger damals für mich die schlechteste Legi gewesen ist, die ich kannte. Und dann irgendwann wurde der aber richtig stark gemacht. Und seitdem mag ich den wirklich gerne. Aber hier mit Rubberneckers habe ich nicht. Rubberneckers. Oder wenn, dann nur Single. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, man könnte sie sich holen, aber dann musst du halt wirklich diese Rubberneckers aktiv im Deck spielen, ansonsten lohnt sich diese Kombo nicht wirklich. So, dann gehen wir mal rein jetzt hier noch in die allerletzte Kombo, dann sind wir auch schon durch. Das ist der Seemann der Rache oder Sour of Revenge. Dann schauen wir uns den mal an und der sieht folgendermaßen aus. Den habe ich schon öfters mal gespielt, ihr wisst, ich liebe diese Gasattacken. Ganz fieses, hinterlistiges, gemeines, bösartiges Gas, ja, was richtig wehtut, weil es nämlich dann der Karte auch noch Schaden verursacht, selbst wenn dein Seemann schon bereits weg ist. Ja, ich liebe das. Ja, Seemann der Rache, auf jeden Fall eine coole Combo, aber ich warte immer noch. Also ich persönlich glaube ich, warte jetzt immer noch, ich bin mir unsicher, aber ich warte immer noch, bis was Besseres kommt, womit ich mehr anfangen kann. Soweit ich das so. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert den Kanal. Ja,
Ihr könnt auch mal in den anderen Videos nachschauen, ne? Guckt mal in die anderen Videos rein. Vielleicht ist da ja was dabei, was euch auch interessiert. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir immerhin gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.